Lieben Schwestern und Brüder, Weihnachten ist kein reiches Fest, sondern ein armes Gedenken. Oder anders gesagt, es besteht selbst ganz und gar in der Erlaubnis, so arm zu sein, wie wir in Wahrheit sind. Tausende von Jahren theologischer Erklärungen sind darüber hingegangen, uns auszudeuten, was Wahrheit an Weihnacht ausmache. Die Wahrheit zu sagen, wir wissen es nicht. Die Weihnacht ist ein Wunder der Menschlichkeit, das sich in unseren Herzen begibt und das uns sogleich zwischen den Händen zerrinnt, wenn wir es dingfest zu machen versuchen, im Wissen von Gott und von der menschlichen Geschichte. Was überhaupt wissen wir von der menschlichen Geschichte des Jesus von Nazareth? Kein antiker Schriftsteller berichtet über seine Geburt. Von Belang in jenen Zeiten war, dass die Römer Palästina als Besatzungsmacht fest in der Hand hielten. Einer der Prokuratoren suchte, die Steuer zu erhöhen. Und das Volk war gespalten wie immer, unentschieden zwischen Anpassung und Auflehnung. Einzig eine Weissagung existierte aus dem Mund des Propheten Micha über die Stadt Bethlehem. Aus ihr werde ein König hervorgehen. Na und wenn schon. Man wird sie sich nicht alle merken können, die Könige der Geschichte. Und wichtig sind die Leute, die in jenen Tagen wirklich regieren. Sie werden nicht in Israel geboren. Der Globus dreht sich pünktlich und man tut ordentlich seine Pflicht. Vielmehr gibt es geschichtlich nicht zu sagen. Von Gott her wissen wir scheinbar viel mehr. Da wissen wir, dass Jesus geboren wurde, indem er als Gott die menschliche Natur angenommen hat, dass er die Sünder erlöste durch seine Menschwerdung und seinen Tod. Dass er es war, der sich opferte für die erlösungsbedürftige Menschheit. Diese Worte sind uns so griffig und klar, dass sie in den bescheidenen Anfang der Weihnachtsnacht kaum passen wollen. Sie erklären alles vom Ende her. Sie malen die Armut des Stalles auf dem Goldglanzhintergrund einer heiligen Ikone und tauchen das Elend unseres Daseins in den Lichtglanz der Legende. Schlimmer gesagt, es sind diese fertigen Formeln, die viele fast hindern, in unseren Tagen Weihnachten anders noch ernst zu nehmen als ein idyllisches Fest von artigen Richtigkeiten und folkloristischen Konventionen. Wie viele Väter und Mütter haben in diesen Tagen die größte Mühe, auch nur ihren 10- und 12-Jährigen zu erklären, was sich da eigentlich begibt unter dem Schneetreiben der feierlichen Worte.
wir müssen mit Weihnachten ganz von vorn beginnen, in der Lehrstunde der Menschlichkeit. Denn einzig darum geht es. Wenn das Kind von Bethlehem erwachsen sein wird, wird es die kostbaren Worte aussprechen: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nie wissen, welche Macht Gott in euren Herzen hat. Es ist nicht, dass wir heute den biografischen Anfang des Lebens Jesu feiern. Es ist, dass von damals bis zum Ende der Tage ein für allemal gültige Wunder, das Gott uns anschaut, einzig im Antlitz eines unfertigen Kindes, eines Menschen, in dem noch nichts ist, aber eben deshalb alles werden kann, in seiner Armut und in seiner Hoffnung, in seiner Niedrigkeit und in seiner Größe. Was also wissen wir vom Menschen? Ich höre sagen, der Mensch, die Krone der Schöpfung, sei wie ein entartetes Tier, das gerade erst dabei sei, die Augen des Verstandes aufzuschlagen. Das riskierteste Wesen auf diesem Planeten überhaupt, vielleicht gar ein Irrlehrer und Irrläufer der Evolution. Keine Betrachtung über den Menschen scheint zynisch genug zu sein, um der Wirklichkeit zu widersprechen. Es gibt kein Verbrechen, keine Gemeinheit, keine Skrupellosigkeit, zu der Menschen nicht imstande gewesen wären. Durch Sieb geschüttelt laufen die Untaten zusammen in einem einzigen Urteil. Die Menschen seien primitiv, roh, faul, dumm, genusssüchtig. Die Litanei lässt sich fortsetzen. Aber Weihnachten ist dieses unglaubliche Wunder. Von uns armseligen, jeder Verleumdung und Erniedrigung aussetzbaren Menschen anders zu denken, weil Gott möchte, dass wir selbst mit seinen Augen den Menschen sehen als sein Geschöpf und als ein werdendes Wunder, auf welchem der ganze Segen und die ganze Verheißung des Himmels ruht. Es mag sein, die Menschen sind habgierig, egoistisch und eitel. Aber noch vor ein paar Wochen konnte man sehen, hier in Mitteleuropa, dass Menschen, die sonst im allgemeinen Sprachgebrauch der Kirche für nichts anderes gelten als genusssüchtig und konsumistisch, imstande waren, den DDR-Bürgern, die durch die durchbrechende Grenze nach Westen kamen, aus der Warteschlange heraus, vor den Schaltern, an denen sie 100 Mark Tagegeld zu bekommen hofften, wegzuholen und ihnen zu sagen: Steht euch nicht die Beine ab, hier habt ihr 100 Mark und schaut euch West-Berlin an. Dieselben Menschen sind plötzlich großzügig im Glück. Und sie sind fähig, geöffnete Grenzen für wichtiger zu nehmen als Jahrzehnte der Erniedrigung, der Absperrung und der Tyrannei. Was also sind die Menschen? Wenn man sie einschüchtert, sind sie haltlos wie Staub und scheinbar preisgegeben jedem Druck. Und doch lebt in denselben Menschen ein Wissen von ihrer Freiheit. Und sie haben es nie verloren. Dieselben Menschen. Man hat im 20. Jahrhundert schreckliche Beispiele vor Augen, wozu Menschen imstande sind, wenn man Befehle gibt. Und wenn man durch Einschüchterung und den Zwinggriff der Macht ihren Nacken beugt, in Anweisungen,
gehorsame Ausführung. Aber vielleicht sind die wirklichen Heiligen der Weihnacht des Jahres 1989 die uns unbekannten Soldaten im rumänischen Temeswar, die den Befehlen sich widersetzten und lieber sich standrechtlich erschießen ließen, als zu schießen auf ihre Landsleute. Das sind auch Menschen, fähig zu widersprechen aus Gründen der Menschlichkeit. Und koste es sie selber das Leben. Besser ist es, als anderen Unschuldigen das Leben zu nehmen. Was also wissen wir vom Menschen? Man zeige mir einen Menschen, der dumm ist und faul. Es ist nur eine Frage der Sorgfalt und der Geduld, bis sich unter diesem schalen Kleid von Schmutz herausschälen wird ein ganz anderes Bild. Eines Menschen womöglich, den man nur eingeschüchtert hat, seit Kindertagen, indem man ihm den Mund verbot und das eigene Denken untersagte und die eigenen Gefühle raubte, immer wieder mit Angst, Kommandos und ständiger Gestaltung aus Druck von außen. Gibt man diesem Menschen auch nur ein einziges Mal die Chance, langsam, stockend und ungeübt, seine Wahrheit zu sagen, wird man entdecken, dass es, weiß Gott, schwer ist, unter einer Hypothek von Jahrzehnten seit Kindertagen getragenen Lasten sich überhaupt zu bewegen. Trägt man von diesen Lasten etwas ab, sieht man, wie ein Mensch beginnt, sich aufzurichten. Faul war er nie, nur gequält bis zur Ohnmacht. Dumm, niemals. Nur verdumpft in der Unfähigkeit, seine Wahrheit zu glauben. Wissen Sie, sagte dieser Tage mir eine Frau, ich habe doch niemals von mir sprechen dürfen. Wenn ich von mir spreche, beginne ich zu weinen. Und das kann sein mitten an einem Feiertag. Oder es kann mitten sein in einer Gesellschaft. Dann bin ich eine Zumutung. Besser ist, ich beiße die Zähne zusammen und sage gar nichts. Oder ich rede nur, was nett ankommt. Wann erlaubt man Menschen, ihre Wahrheit zu sagen? Ich bin doch nur lästig, fügte sie hinzu. Aber wann übernimmt ein Mensch die Daseinslast des anderen, dass es sich entdeckt unter der Schneekälte wie ein Blühen von Blumen, die sich wagen, in der Hoffnung eines langsam reifenden Frühlings. Darum muss es Jesus gegangen sein, als er sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr Gott niemals kennenlernen. Er wollte in diese Welt die wunderbare Erlaubnis bringen, noch einmal ganz vorn beginnen zu dürfen. Und es sollte all das nicht gültig sein, was man über uns gesagt hat und wie man uns festgeschrieben hat und wie man uns lehrte, am Ende uns vor uns selber zu fürchten, vor unseren eigenen Gefühlen Reißaus zu nehmen, als wären wir Raubtiere, die man nur in Kettenschloss zähmen kann. Umgekehrt, Gott schaut uns an, einzig aus den Augen von Menschen. Und es ist die einzige Wahrheit, die wir in uns tragen, wirklich zu sein unter den Augen Gottes. Da ergeht gleich das Urteil, das sei zu wenig, das sei Gott abträglich, so groß vom Menschen zu denken. Aber alles, was echt ist am Menschen, ist niemals niedrig und niemals gemein. Denn Gott hat gewollt,
das wir sind. Wir hören sagen, dass Jesus gekommen sei als der Sünderheiland, um uns als Sünder zu versöhnen mit dem Vater. Nehmen wir die feierliche religiöse Rede aus diesen Worten heraus und sprechen wir statt von Sünde, von den einfachen, groben Vokabeln des Leids. Nennen wir Sünde Verzweiflung, Ausweglosigkeit, Zerbrochenheit, Unsicherheit, Verlorenheit. Dann wissen wir, was Jesus tun wollte und weswegen er in diese Welt kam. Er mochte, dass es über uns Menschen und unsere Geschichte sich ergießen möge als ein Strom des Erbarmens und der Gnade für einen jeden. Es sollte ein Ende sein, die Menschen einzuteilen nach fertigen Begriffen, die immer schon sagen, wer wir sein müssen. Es sollte die Erlaubnis sein, uns finden zu dürfen, koste es, was es wolle, und seien die Wege auch noch so mühsam. Da gilt es als erstes, Geduld zu haben mit den Anfängen. Immer wenn etwas Großes beginnt, stehen die immer schon Wissenden dagegen auf und versuchen es abzuwerten und totzureden. Ein so großes Genie wie der Maler Vincent van Gogh konnte in seinen Tagen, als er den Bergarbeitern in der Borinage von Gott zu reden versuchte, in sein Tagebuch schreiben: Der Gott der Pfarrer ist tot, mausetot, ich aber liebe und also lebe ich doch. Ich will Gott nicht mehr malen in den Kathedralen und Kirchen. Ich will Gott malen in den leuchtenden Augen der Menschen. Das ist das ganze Weihnachten. Man hat es fertig bekommen, Vincent van Gogh in den Irrsinn zu treiben, weil er das Leuchten des Lichtes in den Landschaften von Arles und den Gesichtern der Menschen so flammend sah, wie niemand vor ihm, wie wenn die Sonne die Erde berührte, galt er ihnen als ein wilder Maler, der die Ordnung brach und die Weltsicht veränderte. Aber dieser Mann konnte sich klammern an die Wurzeln der Bäume, an die Schönheit des Geästes, an das Mitleid mit den Tieren. Vielleicht im ganzen Kirchenjahr ist diese Weihnachtsnacht der einzige Ort, wo wir so etwas lernen können wie kreatürliches Mitleid. Es gibt nichts Primitives. Jedes noch so armselige Tier an unserer Seite ist mit seinen Nerven der Empfindung fähig und also imstande zu spüren, was Glück ist und Leid. Und es gibt keine Grenzen des Erbarmens mit allem Geschaffenen, was hervorgegangen ist aus den Händen Gottes. Es ist viel mehr als ein Bild an der Krippe mit dem Ochsen und Esel. Es ist eine Erinnerung auch an unsere eigene kreatürliche Bedürftigkeit, an unsere Animalität, an unser Bedürfnis zu essen, zu schlafen, traurig zu sein, wach zu sein, zu tanzen, zu kämpfen, zu lieben und zu sterben. Und all diesem im großen Gesang der Welt ein menschliches Gepräge zu geben. Wie lang sind die Wege, die nur beginnen können, wenn wir Geduld haben und den Mut aufbringen, einander bei der Hand zu nehmen und uns zu begleiten,
wohin Gott uns führen möge. Es ist im 20. Jahrhundert noch keine 15 Jahre her, als selbst über so elementare Fragen wie Krieg und Frieden die Menschen so anders noch denken konnten, wie wir heute langsam den Mut bekommen. Vor 15 Jahren drehte der amerikanische Filmregisseur Robert Wise einen Film mit dem Titel »Zwei Menschen unterwegs«, die Geschichte eines amerikanischen Soldaten, der aus dem Vietnamkrieg geflohen war. In meiner Einheit, sagte er dem Mädchen, das er in Paris kennenlernt, war die Hälfte der Meinung, dass alle Vietnamesen Bestien sind, und die andere Hälfte griff zum Rauschgift. Wann hast du begriffen, dass du nicht mitmachen konntest? Fragte ihn das Mädchen. Als ich das erste Mal einen Menschen getötet habe, er stand plötzlich vor mir auf dem Hügel und ich war schneller. Ich werde das niemals mehr los. Manchmal träume ich davon, ich könnte zu seiner Familie gehen und ihr alles erklären. Aber ich weiß, dass das nie sein kann. Ich kenne nicht einmal ihren Namen. Aber ich weiß, dass ich damals recht hatte. Die beiden, der Deserteur, den man bei seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten inhaftieren wird, als Brecher der Gesetze, als Verweigerer des Gehorsams, und sein Mädchen, das er liebt, wissen nicht und können nicht wissen, was aus ihnen werden wird. Ob ihr bisschen Liebe die Zukunft besteht, ob die Kraft, sich aneinander zu binden, die Zeit des Gefängnisses überdauert. Sie wissen kaum, wer sie selbst sind. Aber eben mit solchen sich riskierenden, unfertigen, suchenden, im Grunde ewig jungen Menschen geht Gott seinen Weg durch unsere Geschichte. Wir wissen niemals, aber wenn wir die Angst verlieren und getrauen uns, Schritt für Schritt in die Nacht zu treten, bis dass es Tag wird, sind wir Menschen unendlich groß. Es ist die Botschaft der Weihnacht, dass es möglich ist, die Stimme eines Engels zu hören und seine Gestalt vor Augen zu sehen, mitten im Dunkel, mitten im Rauschen des Windes. Selbst da ist die Weihnachtsbotschaft noch ärmer, als wir sie kennen. Maria im zweiten Kapitel des Lukas hat in einer eigenen Überlieferung dieses Evangeliums einen Engel in Nazareth selbst nicht gesehen. Es ist inmitten des Stalls bei der Krippe, dass die Hirten kommen und müssen ihr sagen, wen sie zur Welt gebracht hat und wer der ist, der dort liegt in ihren Armen, gebettet auf Stroh. Wir Menschen verfügen über diese wunderbare Fähigkeit, mit den Augen des Herzens innerlich eine Wahrheit zu sehen, die draußen fast auf grausame Weise zerdrückt, in Frage gestellt, ja fast als unverantwortlich karikiert zu werden droht. Und doch verfügen wir über nichts anderes als diese Wahrnehmungsfähigkeit heiliger Engel. Wenn wir ihnen folgen, ist ein Stück vom Himmel der Erde genaht und ein wenig vom Reich Gottes angebrochen in unserem Leben.
30 Jahre später wird der Kampf entbrennen. Ob es nicht falsch war, unwissenden Hirten Glauben geschenkt zu haben. Ein Mann, der hingeht und öffnet den Blinden die Augen und heilt die Gebrochenheit von Lahmheit und Aussatz, der kann, werden die scheinbar aus Gesetzestreue Wissenden erklären, gar nicht von Gott sein. Er vermisst sich, indem er die Welt auf den Kopf stellt und sie ihrer guten Ghetto-Gleise beraubt. Wenn nur die Liebe gilt, wo bleibt dann die abgeriegelte, abgezirkelte Welt der ordentlichen, bürgerlichen, anständigen Einrichtungen, Wahrheiten, Institutionen und etablierten Richtigkeiten? Oder umgekehrt, vielleicht ist Gott bei den Menschen, die nicht ein noch auswissen, aber die doch suchen und die mitten in der Verzweiflung sich sehnen nach Hoffnung und mitten im Weinen oft das Glück so sehr deutlich spüren. Die Menschen, wissen Sie, sind wunderbare Geschöpfe. In ihrer Niedrigkeit schaut uns das Auge des Schöpfers an. In der sterblichen Hülle unseres Körpers atmet etwas von seinem Geist. Und über dem Haupt eines jeden von uns ruht etwas vom Lichtschimmer der Ewigkeit. Es ist alles anders, als man denkt. Und vielleicht ist Weihnachten gar kein armes Fest, sondern inmitten seiner Armseligkeit unendlich reich. Denn die Güte, die uns die Armut lehrt, beschenkt alle. Und am meisten beschenken wir den, dem wir wagen, mitzuteilen, wie wir uns fühlen. Amen.